Dass sie diesen Satz sagen kann, ist für Carol ihr größter Sieg. My name is Carol Bryan and I'm beautiful. Denn der Weg dorthin war alles andere als leicht. Lange Zeit sieht Carol so aus. Das Ergebnis eines verfuschten Beauty-Eingriffs. Carol arbeitet als Model. Äußere Schönheit ist ihr Kapital. Deshalb hilft sie hin und wieder mit Antifaltenspritzen nach. Mit Mitte 30 habe ich angefangen, Botox zu spritzen. Es gab mir einen entspannteren Look. Bis zu diesem einen Eingriff. Carol bekommt statt Botox ohne ihr Wissen Silikon gespritzt. Das hat im Gesicht unvorhersehbare Nebenwirkungen, ist in Deutschland sogar verboten. Zwei Wochen später wacht sie mit Schmerzen auf, sieht auf einem Auge nichts mehr. Als sie in den Spiegel schaut, sieht sie das. Und dann beginnt Carols Albtraum erst richtig. Ihr Arzt bietet ihr an, das Ganze zu korrigieren. Doch auch das geht schief. Die Korrekturen haben alles noch schlimmer gemacht, also habe ich mich zurückgezogen. Sie hat das Haus nicht mehr verlassen, ich glaube für 4 Jahre. Ich habe ihr alles gebracht, was sie brauchte. Sie ist nicht mal in den Hinterhof gegangen. Carol entfernt sich von der Welt, am Ende sogar von ihrer eigenen Tochter. Das bringt sie zum Umdenken. Die meisten Menschen würden die Welt mit so einem grotesken Gesicht nicht ansehen wollen, aber ich habe das für meine Tochter so entschieden. Ich konnte sie nicht aufgeben, sie brauchte ihre Mutter zurück. She needed her mother back. Carol findet nach langer Suche einen Arzt in Los Angeles, der bereit ist zu helfen. Denn die Risiken dafür sind hoch. Ich habe mich bei ihrem Anblick für meinen ganzen Berufsstand geschämt. Aber ich hatte das Gefühl, ich musste ihr helfen. Auch wenn das Risiko hoch war, dass sie komplett blind bleibt. Aber sie wusste das. In mehr als 7 OPs versuchen die Ärzte, Carols Gesicht so gut es geht wiederherzustellen. Sie entnehmen ihr Gewebe aus dem Rücken und verpflanzen es in ihr Gesicht. Heute kann sich Carol wieder im Spiegel ansehen und führt mit ihrer Tochter wieder ein halbwegs normales Leben. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Das ist ein Wunder und ich bin so dankbar. Die 55-Jährige hat eine Initiative gegründet, mit der sie Opfern von verfuschten Schönheitseingriffen helfen will. Dennoch würde sie Leuten nicht generell davon abraten. Ich bin nicht dagegen. Ich kann verstehen, dass manche es als nötig empfinden. Aber ich sage einfach, informiert euch immer vorher. Carol wird wegen der Silikonspritzen für immer auf einem Auge blind bleiben. Ihr Aussehen, das, was ihr früher so wichtig war, hat sich verändert. Doch trotzdem sagt sie: Ich habe ein paar gute Jahre verloren, vor allem viele Momente als Mutter. Und ich habe mein Gesicht verloren. Aber was ich bekommen habe, war ein innerer Frieden und die Erkenntnis, was Schönheit eigentlich bedeutet. Auch wenn es bitter ist, Carol musste erst ihr Gesicht verlieren, um zu ihrer inneren Schönheit zu finden.